Ja, liebe Gäste zunächst einmal und liebe alle, die uns begleiten auf Livestream oder vor den Fernsehern und liebe Genossinnen und Genossen, das ist mir natürlich eine ganz große Freude, euch hier bei uns in Niedersachsen zum Bundesparteitag der Linken begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Namen unseres gesamten Landesverbandes. Wir wünschen uns von diesem Parteitag ein klares Signal, dass ein klares Signal von unserem Parteitag ausgeht. Denn wir sind die politische Kraft, die antritt, um endlich wieder soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Wir engagieren uns für gut bezahlte Arbeit, für sichere Renten, für ein Leben ohne Armut, für sozialökologische Erneuerung und ein friedliches Miteinander. Lasst uns das an diesem Wochenende deutlich machen. Liebe Genossinnen und Genossen, Niedersachsen ist natürlich ein ganz besonderes Bundesland. Wir haben Seen, wir haben Strand, wir haben Berge, wir haben flaches Land und wir haben natürlich auch die Metropolen. Aber Niedersachsen ist eben auch ein großes Flächenland und deshalb ist es für uns der ländliche Raum von ganz besonderer Bedeutung. So wie wir in den Metropolen das Recht der Stadt fordern, müssen wir uns noch viel mehr für ein gutes Leben auf dem Land stark machen. Wir wollen, dass Kitas, Arzt, Tante-Emma-Läden im Dorf bleiben. Wir fordern den Ausbau des Fern- und Nahverkehrs mit Bus und Bahn. Aber wir wehren uns entschieden gegen Fracking und Massentierhaltung. Wir stellen die soziale Frage auch auf dem Land. Die Linke will keine Verödung der ländlichen Regionen. Dieses Thema überlassen wir nicht den anderen Parteien, die lieber Krankenhäuser privatisieren oder sogar verkaufen und schließen und Schulen kaputt sparen, statt zu investieren. Liebe Genossinnen und Genossen, am Dienstag war SPD-Chef Martin Schulz bei der Betriebsversammlung bei VW in Wolfsburg. Aber anstatt den Umgang mit den Beschäftigten, mit den Leiharbeitern, mit den Werkverträgen zu thematisieren, hat er dort eine Sonntagsrede gehalten, die nun wirklich keinen interessiert hat und den Kolleginnen und Kollegen vor Ort Schnuppe war. Die Beschäftigten, die Zulieferer, die Dienstleister und die Kommunen müssen die Quittung für den Abgasskandal zahlen und zum Teil drastische Einbußen hinnehmen. Um es klar zu sagen, im Kern ist der Abgasskandal eine betrügerische Profitmaximierung der Konzerneliten um die Mehrheitseigner Pirch und Porsche und Katar. Es ist ein Skandal, dass die milliardenschweren Dividenden, die sie damit erwirtschaftet haben, nicht angerührt werden. Die Beschäftigten von VW haben unsere volle Solidarität. Liebe Genossinnen und Genossen, die gesamte Partei ist in diesen Wochen damit beschäftigt, die Bundestagswahlen vorzubereiten. Wir in Niedersachsen sind dabei, gleich zwei Wahlkämpfe vorzubereiten. Unsere Landtagswahl findet am 14. Januar 2018 statt. Das sind 3 Wochen nach Weihnachten und nur 16 Wochen nach der Bundestagswahl. Hier wird eine besondere Herausforderung und ich bitte deshalb jetzt schon um eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung für diesen ersten Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Wir haben allerdings allen Grund zum Optimismus. Vor 3 Wochen hat unser Landesparteitag ein einstimmiges Wahlprogramm beschlossen. Wir haben eine starke Landesliste gewählt und eine jüngst veröffentlichte Studie sieht uns über der 5%-Hürde. Wir können es also schaffen und wir sind fest entschlossen, erfolgreich in den Landtag einzuziehen. Und dass das dringend nötig ist, sieht man. SPD und Grüne haben in Niedersachsen einen sozialen Politikwechsel versprochen, aber sie verwalten nur den Mangel. Jeder 6. Niedersachse ist von Armut betroffen und das sind über 1,2 Millionen Menschen. Die Mittelschicht bröckelt ab und die Armutsquote hat in Niedersachsen einen neuen Höchststand erreicht. Wenn wir das nicht ändern, wer soll es denn dann tun? Liebe Genossinnen und Genossen,
Die 4,9% in Nordrhein-Westfalen waren für uns alle ein sehr bitteres Ergebnis. Aber die Wahl hat eins deutlich gemacht. Mit uns ist auch in den westlichen Bundesländern, Flächenbundesländern zu rechnen. Viele von uns haben den NRW-Wahlkampf unterstützt und viele sind mit so viel positiven Eindrücken zurückgekommen und die 5% wären mehr als verdient gewesen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um den vielen Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen zu danken. Danke für euren Einsatz. Bitte macht weiter so. Lasst euch nicht entmutigen. Es klappt beim nächsten Mal auf jeden Fall. Denn eins ist doch klar, nie wieder 4,9%, nicht in NRW und nicht in Niedersachsen und nirgendwo. Liebe Genossinnen und Genossen, was haben wohl Gerhard Schröder, Peter Hartz, Sigmar Gabriel, Thomas Oppermann, Ursula von der Leyen, Christian Wulff und Frank-Walter Steinmeier gemeinsam? Ja, sie kommen alle aus Niedersachsen und sie haben dort entscheidend gewirkt. Wohl aus keinem anderen Bundesland kommen so viele Politikerinnen und Politiker, die in den letzten zwei Jahrzehnten dieses Land so in die falsche Richtung regiert haben. Und sie alle haben Deutschland ungerechter und kriegerischer gemacht. Hartz IV, Niedriglohnsektor, Waffenexporte, Kriegseinsätze, Pflegenotstand, Befristungen, unsichere Renten und so weiter und so weiter. Das ist nichts, worauf die Menschen hier in Niedersachsen stolz sind. Deshalb ist es gut, dass wir als die einzige Partei mit all dem nichts zu tun hat, hier in Hannover das Gegenprogramm zum neoliberalen Einheitsbrei beschließen werden. Sozial, gerecht für alle. Das ist die Zukunft, für die wir kämpfen. Und wir sollten das in den kommenden Wochen sehr beherzt tun. Klar sagen, was uns von den anderen unterscheidet. Wir Linken kümmern uns ohne Wenn und Aber um die Interessen derer, die jeden Tag hart arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit uns vertritt endlich jemand die Interessen der Erwerbslosen und der Millionen, die von Armutsrenten bedroht sind. Wir sagen ganz klar, Solidarität und Menschenwürde statt Hartz IV. Auskömmliche Renten für alle statt Flaschen. Sammeln. Jeder Mensch hat ein Recht auf einen würdigen Lebensabend. Als Pflegepolitikerin treibt mich jeden Tag um, dass ältere Menschen auf einen Kostenfaktor reduziert werden, es am Pflegepersonal und guter Bezahlung fehlt. Wo ist denn da bloß die Menschlichkeit geblieben? Wir Linken zeigen Herz und Kampfkraft für alle Menschen, die Hilfe in Not brauchen. Und wir wehren uns gegen Rassismus und Ausgrenzung. Wir streiten entschieden für die Gleichstellung der Frau und für die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Und, liebe Genossinnen und Genossen, jede Stimme für die Linke ist eine Stimme für einen echten Politikwechsel, für eine grundlegend andere Politik. Deshalb sollten wir uns in unseren Auftreten an den Worten des legendären IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner orientieren, der hier aus Hannover kommt und den fortschrittlichen Bewegungen dieses Landes vor rund 50 Jahren ins Stammbuch geschrieben hat: Nicht Ruhe, nicht Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit. Liebe Genossinnen und Genossen, in diesem Sinne wünsche ich uns gute Beratung und viel politische Klugheit bei den Abstimmungen. Und dann ziehen wir gemeinsam, entschlossen, mit großen Zielen in die Wahlkämpfe. Erst für eine starke Linke im Deutschen Bundestag und dann für eine starke Linke im Niedersächsischen Landtag. Meine Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.